Schöne Aussicht. Auch wenn es ja so komisch neblig ist, obwohl es die letzten 2 Tage geregnet hat. Ja. Aber eigentlich gedacht habe, dass die Luft wäre heute ein bisschen schöner. Vielleicht wird es noch. Ja, der Trifels. Und Anubis, Anubis, was weiß ich, Horus, Chorus, Ägyptus? Nee, keine Ahnung. Ja, ich hab's auch nicht so mit den ganzen Namen. Ja, ich will mich ja heute ein bisschen umgucken. Dieses Jahr wollte ich generell ein bisschen mehr im Süden vom Pfälzerwald unterwegs sein. Und es ist alles steiler und felsiger. Und ich mag Felsen. Fels! Okay. Ja, mein neues Rad. Es wäre irgendwann definitiv ein E-Bike gekommen bei mir. Aber allerdings die typischen Klischees von mir halt. Oder nicht nur von mir, generell, die man ja so kennt. Ah, E-Bike ist nichts für mich, ich bin sportlich, ich bin fit. Ja. Aber es hat sich jetzt doch ergeben, damit ich recht günstig an das Rad gekommen bin. Und deswegen bin ich heute hier unterwegs am Radeln. Streckenabweichung. Wieso Streckenabweichung? Ach, ich wollte hier eigentlich wieder runter. Nee, meine Fahne ist hier vorne rauf, ich will die ganze Strecke runter. Ja. Wieder mal Abfahrt ohne Gurgel. Keine Gurgel auf. Oh. Oh. Das war eine nasse Wurzel. So, fahren wir bis hier hin, oder? Fahren wir noch eine weiter. Das ist definitiv ein bisschen was anderes vom Abfahren. Hopp. Ah ja, hier müsste der Felsen sein, wo ich eigentlich hin wollte. So. Schönes Bike abstellen, damit es nicht runterkracht. Ja, zu dem Felsen wollte ich eigentlich. Hauptsache jetzt auch mal noch die Abfahrt mitgenommen. Ja, und heute war auch dann so ein schöner Tag, wo ich wieder mit der Technik nicht ganz klar gekommen bin, weil die Technik nicht mit mir klarkommen wollte. Ihr seht, es gibt nur ein paar Bilder, weil ich irgendwie die Bilderserienaufnahme gestartet habe, statt ein Video. Deswegen gab es bei der vorigen Abfahrt, da dachte ich ja schon, die Season läuft und nimmt Ton auf. Nein, sie lief nicht, sie hat nur Bilder gemacht. Deswegen der Ton von der GoPro 6 an der Brust, wo der Ton generell irgendwie etwas komischer ist oder merkwürdig klingt, in meinen Ohren zumindest. Und später hat auch das GPS ordentlich rumgezickt, hat mich auf Wege fahren lassen, die ich gar nicht fahre. Und hat auch da ein bisschen mit Verwirrung gesorgt. Also es war durchaus für mich ein sehr interessanter Tag. Geht's hier runter. Ja, wie gesagt, mit dem E-Bike schwerer. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Also deswegen jetzt mal Serpentinen. Wow! Ja, umzeichnen. Riep! Dieses Piepsen vom GPS. Okay, der scheiß Abgrund. Da hat mich jetzt ein bisschen
ins Trauerhaus gebracht. Ich hätte mehr außen anfahren müssen, mit Vorderrad nach innen und dann Zinnerrad rum. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Egal. Weiter. Da kommt ja noch ein bisschen was. Hab heute noch ein paar Kilometer vor mir. Auch mal Pedalstellung wechseln. Genau. Außen rein und. Jep. Das hat jetzt gut geklappt. Also was ich auch jetzt merke, ist damit halt definitiv der Reach kürzerer ist als bei meinem Stevens. Denn der Lenker ist viel näher an mir dran, ja Mann. Na, ah, ich bin mit dem Rad am Stellfest, deswegen. Ups. Hab. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es doch etwas leichter zu handeln als erwartet. Einfach nur das Ungewohnte bis jetzt. Ja, wie gesagt, heute eine kleine Erkundungstour. Ups, da war der Boden etwas tiefer. Mann, bin ich außer Form. So, das war's. Neukastel. Jetzt geht's wieder abwärts. Ah, verdammt, da hängt ja ein Baum quer. Stimmt. Nachdem habe ich mich eben durchdrücken müssen. Unten durch. Hier runter. Hopp. Alter. Schöner Wurzelduell. So. Ja, ich guck ja alles mal drauf. Was? Strecke gefunden. Ach, wir sind auf dem Pfälzer Weinsteig. Ja, da kommt auch noch dran. Ich weiß nicht, ob diesen hier. Oh. Okay, der Bremsweg ist definitiv ein bisschen länger. Bin ich jetzt richtig? Hat dann noch eine weiter runter. Ich glaube, es sieht aus wie noch eine weiter runter. Hauptstein an, Weiler, Leinsweiler. Weiler, Weiler. Eilerweiler, Deinerweiler.
Ja, ich glaube noch einen weiter runter. Aha. Ah ja, hier rein dann. Auch sehr schön. So. Wie es der Teufel will, bin ich doch falsch abgebogen. Hätte doch eigentlich da unten sein wollen. Und bin jetzt einen kompletten Forstweg weiter oben. Ja, komplett umsonst an hinten Trail hochgekämpft, wo ich das Bike sogar hochschieben und tragen musste. Oh, oh. Da ging nichts mehr mitfahren. Da war alles vorbei. Hier links. Boah. Sicher? Liebes GPS, verarschst du mich schon wieder? Ich glaube schon wieder. Ich glaube lieber da unten auf dem Stück. Aber vielleicht hätte ich doch hochgemüsst. Egal, wir bleiben jetzt einfach mal hier. Sehen wir jetzt gleich. Vielleicht komme ich wieder an derselben Stelle raus, wo ich eben war. Das gehört halt zum Erkundenfahren dazu. Aber ich glaube, ich hätte hochgemüsst. So wie es aussieht. Naja. Ah, ne, hier ist auch eine Spitzkehre. Yay! Yeah.